Dann schöne Grüße in die Runde. Lieber Herr Bratzel, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche dann einfach mal so zu machen und halte mich dann wie besprochen an das 10-minütige Fenster. Ja, Herr Bratzel, meine Damen und Herren, ich möchte zwei Aspekte aufgreifen. Ich glaube, das Fahrzeugland Deutschland steht vor zwei Herausforderungen. Zum einen, wir haben eine doppelte Herausforderung, kurzfristig gerade Corona, natürlich ein Angebots- und Nachfrageschock gleichzeitig. Und die zwei Kernherausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ist auf der einen Seite Dekarbonisierung und auf der anderen Seite Digitalisierung. Da ist natürlich das Problem, dass aufgrund der Fixierung auf die Batterie im Bereich der Wertschöpfungsketten ist hier eine Verlagerung nach Asien droht, meines Erachtens, und im Bereich der IT natürlich USA hier eine große Rolle spielen und wir bei dem ganzen Digitalisierungs- und Automatisierungsthema schauen müssen, dass die Wertschöpfungsketten in Deutschland bleiben. Ja, die Frage war, welche Rolle soll der Staat vorgeben? Also ich glaube, der muss Ziele vorgeben, die müssen aber realistisch und machbar sein und nach meiner Meinung nach Technologie offen und marktwirtschaftlich. Und na klar brauchen wir staatliche Vorgaben für beide Herausforderungen. Allerdings sehe ich da Unterschiede einerseits bei der Dekarbonisierung und bei der Digitalisierung. Und ich würde gerne diese zwei Punkte aus regulatorischer Sicht angehen, weil hier dazu auch gerade eine ganze Reihe an Gesetzgebungen gerade diskutiert wird und am Laufen ist. Ja, was die eine große Herausforderung angeht, die Antriebe, haben wir, glaube ich, im Moment eine sehr starke einseitige Fokussierung auf die Batterie. Ich glaube, es ist falsch, 2020 vorschreiben zu wollen, was 2030 da vom Text ist. Das ist so ein bisschen das Kernproblem, was wir da im Moment haben. Wir haben, glaube ich, auf einem Technologiemix, kurze Strecke, kleinere Fahrzeuge, macht die Batterie natürlich großen Sinn. Anders ist es hingegen bei längeren Strecken und größeren Fahrzeugen. Ja, deswegen glaube ich, wir brauchen einen Technologiemix aus Batterie, Plug-in, Verbrenner mit alternativen Kraftstoffen, aber auch Wasserstoff. Das eine Problem, was wir, glaube ich, haben, sind die Flottengrenzwerte, die nationalen, flankiert mit nationalen Subventionen, was sowohl beim Pkw als auch beim Nutzfahrzeugbereich. Und diese einseitige Fixierung, die wir da im Moment derzeit haben, die halte ich für problematisch. Bei den Flottengrenzwerten haben wir in Europa ja die Debatte, ob die noch weiter verschärft werden sollen. Ich wäre der Auffassung, dass wir hier eher einen ganzheitlichen Ansatz brauchen. Also bei der Bemessung, also Well-to-Wheel, also vom Bohrloch sozusagen bis zum Rad. Und eben nicht eine weitere Verschärfung, die gerade ja in der Diskussion ist. Was ich gerade erlebe im Fahrzeugbau ist, dass wir natürlich wegen des kurzfristigen Schocks von Angebot und Nachfrage, der asiatische Markt erholt sich wieder, Europa und Asien sind auch etwas zurücklaufend, wir einen immensen Kostendruck haben, der eben verschärft wird durch diese Fixierung auf die Batterie, weil hier natürlich unsere Wertschöpfungskette in Deutschland stärker beim Antriebsstrang liegen, der natürlich unter Druck gerät. Und ich glaube, wir haben auf der einen Seite die Flottengrenzwerte, zum anderen die nationalen Subventionen, die ich für zu hoch halte. Dann kommt natürlich nochmal hinzu jetzt die Debatte Euro 7, achtens, oder ist das Ansinnen, sehr einseitig auf eine Technologie zu setzen und den Verbrenner herauszuregulieren, was ich für kritisch erachte. Nicht nur im Automobilbereich, auch im Nutzfahrzeugbereich, der oft ausgeblendet wird. Wenn Sie sich den Markt für Busse und Lkw anschauen, ist es hier, glaube ich, umso wichtiger, einen technologischen Rahmen zu haben, der offener ist, weil natürlich hier nochmal eine besondere Rolle spielt und auch das Problem der lokalen Verteilernetze nochmal angesprochen werden muss. Also das Problem der Zahnarztsackgasse, was wir beim Pkw haben, ist umso stärker im Bereich Lkw und Bus, wo einfach die Verfügbarkeit der lokalen Verteilernetze und übrigens auch der Ladestationen für solche Fahrzeuge einfach noch nicht da ist. Ich glaube, hier hat Wasserstoff auf der langen Strecke und im schweren Fahrzeug eine größere Chance.
Und hier, glaube ich, wäre es wichtig, technologieoffen CO2 stärker zu verteuern, das europaweit. Und das Beispiel der Schweiz zeigt uns ja, dass dann Technologien wie Wasserstoff in den Markt kommen. Und dann haben wir einen Wettbewerb der Technologien. Und deswegen sehe ich gerade im Nutzfahrzeugbereich, wäre mein Ansatz Verteuerung von CO2 ist für die Infrastruktur da. Und wenn wir da, sage ich mal, ein anderes Feld haben, wird sich hier auch, glaube ich, wird es innerhalb der Technologien anders aussehen. Im Moment haben wir derzeit noch das Problem, dass Gas hier als Übergangstechnologie ein bisschen auf der einen Seite gewollt ist. Es gibt hier bei der DENA die staatliche Regulierung, aber auf der anderen Seite Verhandlungen zwischen Brüssel und auf der deutschen Ebene nicht ordentlich laufen. Also der Nutzfahrzeuggipfel, den müsste man meines Erachtens europäisch angehen. Hier ist, wie gesagt, staatliche Aufgabe die Infrastruktur, aber eben nicht die einseitige Vorgabe, welche Technologie hier in den Markt kommen muss. Das zweite große Thema sind Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle, was ich eben leider nur kurz mitverfolgen konnte. Da haben wir derzeit gerade zwei Gesetzesvorhaben, das Personenbeförderungsgesetz und den Gesetzentwurf zum autonomen Fahren, die hier dran sind. Neue Mobilität, Mobility as a Service ist natürlich ein großes Thema, wird natürlich interessant zu sein, was Corona und andere Pandemien in der Folge hier für Auswirkungen haben. Also entgegen aller Voraussagen steigt ja der Kfz-Bestand auch in Städten nochmal an. Nichtsdestotrotz ist das ein großes Thema, wo wir ja vor allem aus Amerika eine Reihe an spannenden neuen Geschäftsmodellen haben, die natürlich auch vor allem in Deutschland auf Widerstand und Kritik treffen. Das Personenbeförderungsgesetz ist dazu der nationale Rechtsrahmen. Dazu ist ja gerade ein Vorschlag entwickelt worden in einer Arbeitsgruppe zwischen Bundestag und Bundesrat, den die FDP eher kritisch sieht, weil eben sehr stark auf Kommunalisierung gesetzt wird und in unserer Meinung nach die innovativen von privaten Treibern neuen Geschäftsmodelle eher reglementiert und verhindert werden. Das merkt man zum einen an dem Thema Rückkehrpflicht. Das soll es sowohl für Mietwagen als auch für Pooling-Angebote geben. Das macht meiner Meinung nach relativ wenig Sinn, sowohl ökologisch als auch betriebswirtschaftlich. Das ist etwas, was vor allem die Taxilobby durchgesetzt hat. Wir brauchen, glaube ich, ein faires Living Playing Field, auch gerade eine Öffnung des Taximarktes, die allerdings derzeit nicht so vorgesehen ist. Ja, die kommunale Rolle ist natürlich hier sehr stark. Es geht darum, eigene Verkehrsbetriebe zu schützen. Wir erleben ja eher eine Verschmelzung von ÖPNV und Individualverkehr auf mittlere und längere Sicht. Und hier geht es eigentlich eher darum, in dem jetzigen Gesetzentwurf nach meiner ersten Lesart und Analyse die bestehenden Strukturen zu stärken und zu erhalten und sogar neue Player aus dem Markt draus zu halten. Es sollen sehr hohe Sozial- und Umweltstandards kommen, was natürlich für neue Firmen, die in den Markt eintreten, schwieriger wird und auch durch das Aufstellen von verschiedenen Fahrplänen. Es ist also eher so angedacht, dass man kommunale Modelle wie den Bergkönig fördert und private Modelle den Raum etwas einengt. Also insofern unserer Meinung nach hier ein schwieriger Ansatz. Positiver Sicht, was gerade derzeit vorgelegt wird zum Thema autonomen Fahren. Dazu gibt es einen ersten Entwurf, der ist noch offiziell nicht im Parlament, aber wir konnten drauf schauen. Ich glaube, die Digitalisierung bietet, die Vernetzung von Fahrzeugen bietet immens große Chancen. Wir sind hier sehr stark im Bereich Patente, F&E und jetzt geht es eben dafür zu sorgen, dass es auch bei uns auf die Straße kommt. Hier haben wir ein Henne-und-Ei-Problem und müssen eben dafür sorgen, dass auch in Deutschland die Kilometer gefahren werden können. Also Sie wissen alle, dass das natürlich erst auf Autobahnen und später erst auf innerstädtischen Gebieten in den verschiedenen Stufen bis hin zum vollautonomen Fahren, zum Roboterauto möglich sein wird. Ich glaube, hier gibt es große Vorteile für sowohl Umwelt durch Verkehrssteuerung als auch für die Verkehrssicherheit. Und da geht es eben darum, wie bei anderen neuen Mobilitätsformen,
dass wir hier regulatorisch einen Rahmen setzen. Da ist eigentlich im Kern fast alles UNECE-Gesetzgebung. Jetzt geht es eben darum, in Deutschland einen solchen Rechtsrahmen zu schaffen. Das begrüße ich. Die Frage wird sein, wie wir das abbestimmen mit den Normen, die gerade in Wien und Genf ausgehandelt werden. Und zum Zweiten ist die Frage, wie sieht es regulatorisch aus mit dem neuen Phänomen der Fahrzeugdaten und der Datensicherheit, zum Beispiel was sogenannte Over-the-Air-Updates angeht. Was Tesla derzeit macht, ist eigentlich nach deutschem Rechtsrahmen, nach meiner Lesart so derzeit gar nicht vorgesehen, weil solche Softwarefragen, die ja immer wichtiger werden, sind weder bei der Typgenehmigung erfasst noch bei der Hauptuntersuchung. Hier soll jetzt das Kraftfahrtbundesamt eine große Rolle einnehmen. Das wird mit Sicherheit noch zu diskutieren sein, ob das die richtige Instanz dafür ist. Ein generelles Thema, was sowohl in Deutschland derzeit diskutiert wird mit dem Datenraum Mobilität als auch auf der europäischen Ebene ist, wer bekommt welchen Zugang zu solchen Fahrzeugdaten? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die es noch zu beantworten gilt. Da gibt es ja zwei Denkschulen. Ich würde eher zu der Denkschule tendieren, die das möglichst wettbewerbsneutral unter Aufsicht eines Dritten gestalten will, um eben zu ermöglichen, dass auch Zulieferer, Versicherer, Start-ups, Prüforganisationen und andere zu bestimmten Datenpaketen einen Zugang bekommen. Das ist eine Frage, die es jetzt regulatorisch zu regeln gibt, wie natürlich auch die Daueraufgabe des Ausbaus von digitaler Infrastruktur entlang der Straßen natürlich auch und auch der Festlegung, welcher Standard gerade bei K2X, also zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, gelten soll. Das sind in der Tat regulatorische Fragen, die entschieden werden muss, wie auch die Frage, wer welchen Zugang zu welchen Datenpaketen erhält. Das ist meines Erachtens dringend notwendig, damit sich diese ganze Infrastruktur, dieses eigene Ökosystem auch in Europa gut entwickeln kann. Also zusammenfassend gesagt, ich glaube, wir haben und leben auch von einer starken Fahrzeugindustrie. Die ist derzeit unter Druck, nicht nur kurzfristig wegen Corona, sondern auch mittelfristig wegen der doppelten Investitionsnotwendigkeit bei Digitalisierung und bei Dekarbonisierung. Ich sehe zu viel staatliche Regulierung und zu einseitige, fast schon planwirtschaftliche Vorgaben in Fragen der Antriebe, wo ich mir machbare und ganzheitliche Vorgaben wünsche, statt eine sehr einseitige Fixierung auf einen einzigen Antrieb, ob bei Pkw oder Nutzfahrzeug. Und auf der anderen Seite bei der Digitalisierung besteht eben die Herausforderung, neue Geschäftsmodelle zu erlauben und zuzulassen und eben auch dafür zu sorgen, dass wir solche Punkte nicht nur in Deutschland entwickeln, sondern auch bei uns frühzeitig in den Markt bekommen. Das wird uns auch im Bundestag in den nächsten Wochen und Monaten befassen. Das sind meines Erachtens die zwei großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Also der Staat spielt eine Rolle, indem er Ziele vorgibt, aber eben nicht den Weg zu den Zielen auch einseitig skizziert. Das wäre mein Impuls für diese Diskussion. Ich hoffe, es hat auch technisch gut geklappt und grüße in die Runde und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wir haben Sie sehr gut hören können. Sie hören mich jetzt hoffentlich auch, ja, über das Telefon. Ja, sehr gut. Dann haben wir das technische Problem auch gelöst. Ja, vielen Dank. Sie haben ja verschiedene sehr interessante Punkte angesprochen. Ich will mal zwei, drei noch mal versuchen, ein bisschen zu vertiefen. Das Thema wird ja im Moment ganz intensiv diskutiert. Elektromobilität auf der einen Seite, Technologieoffenheit auf der anderen Seite. Sie haben ein starkes Plädoyer abgegeben für das Thema Technologieoffenheit, haben aber auch gesagt, naja, das Thema CO2 ist schon ein sehr wichtiges Thema. Wie lösen wir sozusagen das ein bisschen auf? Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt gerade gesehen, dass die Prämie
starker, sag mal, regulatorischer Eingriff, wenn man so will, oder ein starker Incentive jetzt sehr gut gewirkt hat. Also der führt natürlich schon zu einer sehr starken Nachfrage im Elektromobilitätsbereich. Hintertreibt so ein bisschen das Thema Technologieoffenheit. Ne? Aber wie würden Sie denn damit umgehen? Das heißt, CO2-Steuer sehr stark erhöhen. Wie gehen Sie zum Beispiel mit dem Thema um, sollen wir ein Bonus-Malus-System vielleicht stärker einrichten, wo eben CO2-intensive Antriebe stärker besteuert werden. Vielleicht können Sie da mal kurz noch drauf eingehen. Ja, vielen Dank, Herr Bratzel, für die Anmerkungen. Durch die nationalen Subventionen auf der einen Seite, Sie wissen, die Deutschen mögen Steuererleichterungen und auch Steuervorteile, insofern wird das natürlich stark genutzt. Das ist das Zusammenwirken mit den Flottengrenzwerten, die natürlich hier zu sehen sind, die eben meines Erachtens sehr einseitig sind. Ich glaube, das eine Problem ist, wir schauen nur auf die neuen Fahrzeuge. Auch die Lloyd hat ja gerade festgestellt, dass selbst wenn die Ziele erreicht werden, man die Klimaziele verfehlt. Insofern glaube ich, man muss auf den Bestand schauen. Auch deswegen sind alternative Kraftstoffe, also sowohl Biotreibstoffe als auch synthetische Kraftstoffe wichtig, wo vor allem das Bundesumweltministerium eine totale Abneigung hat. Also hier geht es um die Umsetzung der sogenannten RED II, also der Renewable Energy Directive 2. Zum Beispiel diesen Kehrdiesel, den gibt's, der ist nur zugelassen in Holland, in Niederlanden und in manchen skandinavischen Ländern. Der ist in Deutschland deshalb gar nicht zugelassen. Ein weiterer Punkt, an dem wir die Einigquote, die zu erhöhen. Wir haben ja E10, einen anderen Treibstoffen E5. Wenn wir das erhöhen, würden wir auch beim Bestand eine Wirkung erzielen. Das wäre meines Erachtens wichtig, den Bestand in den Blick zu nehmen und bei den Neufahrzeugen die Regulierung offener zu gestalten. Ja, klar, die Kaufprämie wirkt im Moment vor allem bei den Hybriden. Da ist natürlich eine Frage des Angebots bei den vollelektrifizierten Fahrzeugen, dass man da in den Blick nehmen muss, dass jetzt ja auch erst mit etwas Verspätung in den Markt kommt. Aber es ist eben gerade diese doppelte Kombination aus diesen zwei sehr starken Anreizen, die ich kritisch sehe. Und auf der europäischen Ebene mit der jetzigen Gesetzgebung haben sie eben in den nächsten Jahren vorgegeben vom Staat erst die Hybridisierung und später die Elektrifizierung. Und indem wir eben nur auf den Auspuff schauen, nicht den ganzheitlichen Ansatz haben, auch im Nutzfahrzeugbereich, das ist, glaube ich, meines Erachtens der Kernfehler. Beim Hybrid, der ja an Beliebtheit gewinnt, da muss man eben dafür sorgen, dass auch regulatorisch auch kontrolliert wird, ob elektrisch gefahren wird. Das ist ja das Phänomen vor allem im Bereich der Geschäftsfahrzeuge, dass das Kabel manchmal nicht benutzt wird. Also die Ladekarte muss so wichtig werden wie die Tankkarte. Das lässt sich auch kontrollieren, das kann und muss gemacht werden. Aber wie gesagt, mein Punkt ist A, die gesamte Berechnungsmethode bei den Flottengrenzwerten muss offener werden und B, auch den Bestand stärker in den Fokus nehmen. Sehr, sehr gut. Also wir halten fest, das ist ja mein Kritikpunkt hier an der derzeitigen Förderregelung für Plug-in-Hybride. Den teilen Sie. Wir müssen sozusagen hier die Regulation anpassen. Es kann nicht sein, dass es eine Förderung von Plug-in-Hybriden gibt, wenn die nicht regelmäßig geladen werden und dann einen ähnlich hohen CO2-Emissionswert haben wie Verbrenner. Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, sonst haben wir im Grunde keine Mittagspause. Sie setzen sich auch in Ihrem Programm, haben Sie jetzt auch erwähnt, stark für das Thema digitale Vernetzung ein, offene, standardisierte Plattformen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Problematik, dass wir, das stellen wir in Studien immer fest, so etwas wie ein digitales Entwicklungsland im Moment sind. Die großen ich nenne sie ja gerne Big Data Player, kommen einerseits aus den USA oder eben aus China. In Deutschland fehlt uns sozusagen nun gerade so eine digitale Plattformlandschaft, die breit akzeptiert ist. Wie wäre da Ihren Ansatz, um so etwas, um das Thema Digitalität, digitale Vernetzung vorwärts zu bringen?
Ja, absolut. Also ich sehe zum einen die Gefahr beim Antrieb, dass bei der Batterie natürlich sehr viel Wertschöpfung nach Asien geht und der Kostendruck hier zunimmt. Das merkt man bei den Zulieferern und bei der Digitalisierung. Das Fahrzeug wird ja zu einem rollenden Computer, hat in wenigen Jahren schon mehr an Sensorik verbaut als ein Kampfjet. Und wir merken ja, dass überall in der Industrie hier auch Fachkräfte fehlen. Deswegen müssen wir auch in Deutschland zu einer neuen Kultur kommen, also auch das Datensammeln hier erlauben. Und hier haben wir eben auch in der deutschen Gesetzgebung und im europäischen Ansatz den Problem, dass wir ein Produkt erst fertig entwickelt haben wollen und es dann erst zulassen. Das ist meines Erachtens ein Problem auch der Produktzulassung. Wir brauchen eben Millionen gefahrene Kilometer, um zu sehen, ob etwas in der Praxis funktioniert. Und wir können es eben nicht rein am Rechner entwickeln. Deswegen finde ich das ausnahmsweise richtig und gut, was Herr Scheuer vorgeschlagen hat, also jetzt zu erlauben, nicht nur in einem Testfeld, sondern generell mit solchen Fahrzeugen Kilometer zu sammeln. Und dann ist halt eben die Frage, wer speichert wo welche Daten und wie ist der Zugang? Hier soll es einen öffentlichen Datenraum Mobilität geben. Das finde ich im Ansatz richtig. Spannend wird es auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht die Frage, wer Zugang zu welchem Datenpaket hat. Da gibt es ja die Industrie, die eher das Nevada-Konzept hat. Ich meine, wir müssen dafür sorgen, dass natürlich neben den Daten, die unbedingt sicher sein müssen, Maschinendaten, auch andere Marktplayer einen solchen Zugang haben. Aber ja, wir brauchen da eine andere Kultur, einen anderen Ansatz. Wir müssen erlauben, solche Daten zu sammeln, um eben auch hier auch nicht abgehängt zu werden. Tesla ist ja vor allem als IT-Konzern an der Börse bewertet und deswegen auch so stark an der Börse. Hier müssen wir weiter aufholen und stärker werden. Ja, ich hätte noch fünf Fragen mindestens, die ich Ihnen gerne stellen wollte. Das gibt Raum im Grunde für unser nächstes Zusammentreffen. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Ja, Sie haben viele Themen jetzt adressiert, die wir auch in den nächsten Stunden noch weiter besprechen werden. Vielen Dank an der Stelle, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass man sich bald wieder sieht. Immer Liebe gerne. Zuhörer, Danke. danke Ihnen.